Am 24. April jährt sich der Völkermord an den Armeniern. Über 100 Jahre ist es nun her, dass mit der Deportation von armenischen Politikern und Intellektuellen aus Istanbul auf Befehl des osmanischen Innenministers Mehmet Talat diese grausame Tat begangen wurde. Wir erinnern uns heute und gedenken der 1,5 Millionen Opfer dieser furchtbaren Tat und verneigen uns vor ihnen in stiller Trauer. Wenn wir heute des Völkermords an den Armeniern gedenken, geht es auch um die Wiedergewinnung des Erinnerns, um die Wiedergewinnung des Erinnerns an die Verschwundenen, an die Ausgelöschten. Diese Erinnerung ist so schwer, weil von Beginn an alles getan wurde, um diese unvorstellbare Tat, dieses große Verbrechen, vergessen zu machen. Es sollte eben nicht nur eine Erinnerung an die Ermordeten ausgelöscht werden, sondern auch durch die Beseitigung aller Namen und auch ihrer kulturellen Erzeugnisse, die sie hinterlassen haben, jede Erinnerung, als das Stein geworden war, als Dokument ihrer dagewesenen Existenz, sollte ausgelöscht werden. Und wie schwer hat sich der Deutsche Bundestag getan, 2016, um den Völkermord an den Armeniern endlich anzuerkennen? Und immer noch erinnert nichts im Deutschen Bundestag an den so mutigen Abgeordneten Karl Liebknecht, der nicht nur als einziger Abgeordneter des Reichstags gegen die Kriegsgedite im Ersten Weltkrieg 1914 gestimmt hat, sondern auch als einziger Abgeordneter an die Zusammenarbeit des imperialistischen Deutschen Kaiserreichs mit den osmanischen Befehlshabern beim Völkermord an den Armeniern hinwies. Immer wieder geht es auch heute noch, mittels gekaufter Politik beispielsweise, der Aserbaidschan Connection, darum, die Geschichte zu verwälschen und im Sinne der Unterdrücker neu zu schreiben, um neue Verbrechen begehen zu können. Das, liebe Freundinnen und Freunde, dürfen wir nicht zulassen. Auch deshalb ist die Erinnerung auch heute noch sehr wichtig.